Hey Leute, willkommen wieder zu einem Video von Clankmaker. Diesmal geht es wieder um ein Unboxing und zwar um die Muppets. Ja, also der Film ist jetzt 2011 glaube ich herausgekommen. Jason Segel, Amy Adams und Chris Cooper oder Cooper, weiß nicht wie ich das richtig ausspreche. Ja, vorne auf dem Cover Miss Piggy, Kermit der Frosch. Den anderen kenne ich gar nicht. Ich glaube das ist Gonzo. Ja, von der FSK ab 0. Hat 18 Euro bei Kasten und Öller beim Kasten und Öller gekostet. Ja, also hier die Muppets, so sieht das Ganze von der Seite aus. So von hinten. Applaus, Applaus. Die Muppets ist der erfolgreichste Film des Jahres. TV-Spielfilm. Ja, der Film ist auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch und Ukrainisch. Untertiteln verschiedensten Sprachen. Ja, also nicht schlecht. Ja. Der Film dauert ungefähr, steht das hier, 99 Minuten. Was ich jetzt so sehe, soll das angeblich zwei Discs sein. Bin ich ja gespannt. So. Mal an. Vielleicht auch ein Wendecover. Wäre nicht schlecht. Leider hat es kein Wendecover. Okay, die Disc ist langweilig gestaltet. Und es hat auch keine zwei Discs, sondern nur eine, wie ich es mir schon gedacht habe. Komisch, warum das trotzdem hinter abgebildet war. Ja, dann hier Disney, Movie Points, ja, also mehr ist zu dieser DVD gar nicht zu sagen, also ich hätte mir vom Innenleben irgendwie ein bisschen mehr erwartet, aber ja, was soll man machen, ja, also trotzdem nicht schlecht, wird sicher lustig sein, diesen Film anzuschauen, ja, also, das war's wieder von mir. Schreibt mir doch in den Kommentaren, wie ihr den Film haltet oder ob ihr Muppets überhaupt mögt. Würde mich interessieren. Ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Clankmaker.